Ja, nee. Ja, was denn? Wie denn, wo denn? Okay, ist hier irgendwie was offen oder ein Geheimgang oder? Nö. Nichts. Absolut nichts. Dann müssen wir mal gucken, wo der Eingang zum Keller ist. Mal kurz hier checken. Vielleicht haben sie ja da so eine Luke. Nein. Ja, dann. Yes, indeed. I'm talking about you. Come back to me. Da könnte man schon wieder in so ein auf so eine Karaoke-Party gehen, oder? Mir ist es ja peinlich zu singen vor anderen. Aber mit so diversen Hilfsmittelchen in flüssiger Form, da kriegt man das auch hin. Gibt sogar einige Videos, wo ich ABBA singe und so ein Kram. Noch gar nicht lang her. Was haben wir jetzt? 24? November 22 war das. Wo zum Geier ist der Keller? Ich singe vor anderen, habe ich kein Ding mit, kann nur nicht garantieren, dass danach niemand verstört ist. Ja, Sieh dir was. Genau. Was, wenn dir das Handtuch Das kann ich runterrutscht? nachempfinden. Niemand will deine Ich habe ja, Kronjuwelen oh, sehen. wie alt war ich denn Nein, da? ich stell dir vor, wie die 15. Sauna. Da habe ich, also da haben wir eine Band gegründet. Ein Klassenkamerad und ich. Er am Schlagzeug und ich habe Gitarre gespielt und gesungen. Da gibt es auch Aufnahmen davon, Videoaufnahmen. Ich habe welche auf YouTube hochgeladen, aber Hast nicht du sichtbar für gesehen, andere. was sind wir Weil alles es einfach so geworden? schlecht ist. Sind es wir Aber oder war eine coole Zeit auf jeden Fall. Spricht gegen ein wenig Romantik in unserem Alter. Da hatten wir ein Gemeindehaus als Proberaum später. Und mit einer fetten Bühne oben. Das war geil. Dann haben wir dann da oben unser Zeug aufgebaut, haben dann unsere Lieder gespielt und Coverlieder. Und unten waren dann ein paar Kumpels, die haben dann so getan, als wären sie ein Riesenpublikum auf der Aufnahme, gegrölt und geklatscht und gepfiffen. War total geil. Oh, jetzt bist du neugierig. Aua. Aua. Bin beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt. Also das zum Beispiel das Lied, was können überlegen, im Stream läuft das nicht. Wenn ich auf YouTube die Videos hochlade, da ist am Schluss sind immer 20 Sekunden, Wir brauchen mehr läuft ein Zeit für Lied, wo den dann Nebenquestausflug. mein Name in Wir dürfen 3D da keine rumfliegt. Lieder verlieren. Das Lied, was da läuft, das habe ich geschrieben, da war ich 15. Mega geil. Mega geil. Also da ist halt nur ein kurzer Ausschnitt. Doch hier im Stream natürlich, wenn der Abspann läuft, das Lied, was im Abspann läuft, das ist das Lied. Da war ich 15. Da hat der Schlagzeuger der. Ich übersehe etwas. Laut Hm? und Ich muss mir die deutlich. Falltafel Auf ansehen. deinen größten Fan ist immer Verlass. Da hat der Schlagzeuger hat den Text geschrieben, hat mir den in die Hand gedrückt und hat gemeint, hast du eine Idee? Und dann habe ich das Lied geschrieben und das ist so geil. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Wir haben immer gesagt, das ist unser Hit. Wenn wir irgendwann mal berühmt werden oder so, dann wegen diesem Lied. Ich habe das 2019, bevor ich in Reha bin, habe ich das nochmal neu aufgenommen, ne, am PC mit Drumcomputer und so weiter. Und wollte dann eigentlich in der Reha fertig machen. Ich habe die Gitarre mitgenommen, ich habe einen Laptop dabei gehabt, die ganzen Programme und so weiter.
Aber dann habe ich Toffel getroffen. Dann hatte ich keine Zeit mehr für Musik. Oh, wir haben 20 Waffenverbesserungen. Nice. So, verursacht erhöhten Schaden bei Feinden, die betäubt, geblendet oder niedergeschlagen wurden. Machen wir einfach mal, ha? Dass wir mal so ein Ding voll haben. Der Besessene war vorübergehend außer Gefecht. Herrlich. Aber nicht lange. Oh, hat Sam das verwendete geflackert. abgesägte Schrotflinte, um ihm ein für Gesehen? alle Mal den Rest zu geben. Okay, wir haben eine Waffe auf volle Pulle. Ja, Map. Falltafel. Ah, guck. Da hat sich doch ein bisschen was getan. Tor war weg, bevor ich nach dem Klicker fragen konnte. Ich muss rausfinden, was er und sein Bruder darüber wissen. Oh ja. Da hat sich doch was getan. Na komm, fang einfach mal an. Das ist es. Ja? Durch den Klicker verändert Wakes Geschichte die Realität. Kann ich ihm diese Macht anvertrauen? Ich habe wohl keine Wahl. Achso, ne, halt, das ist ja durch. Hier geht's weiter. Geht das Tor gut? Das ist es. Tor geht es nicht gut. Hier stimmt irgendetwas nicht. Okay. Nächster Fall. Oh Gott. Jetzt können wir die alle da durchgehen. Aber macht ja nichts. Was? Kommunikation im Gedankenraum. Okay. Nächste. Kult des Baumes. Oh, da haben wir aber schon einiges gemacht. Der Kult versucht, Alan Wake zu töten. Ilmo Yacko. Wer ist involviert? Schrank seines Hotels. Hier. Ha. Brauch noch einen Drink. So. Was war das? Ilmo Kosala trug beim Angriff auf Wake eine Hirschmaske. Aha. Okay. Nächster Fall. Geschichte. Der Festwagen hat mir erlaubt, den Übergang in Watery zu betreten. Wo könnte das denn hingehören? Da. Der Übergang. Okay, ist für später. Was haben wir noch? Kann ich einfach doppelklicken? Nee. So, Versteck in einem verlassenen Pickup außerhalb von Bright Falls. Ja. Da die Kisten waren. Ja, auch für die Wand. Bright Falls. Okay, nächster Fall. Ah ja. Hier. Kinderreime. Mutterpuppe zum Lösen des Reimpuzzles
verwendet. Ja, es hat aber nicht geklappt. Das war in Bright Falls, ne? Nee. Was sind das für Dinger? Wer war das? Ja? Watery? Wohin? Dahin. Ah, nee, da oben sind die Puppen. Na, Puppe. So. Erledigen wir mal den ganzen Kram hier. So, jetzt haben wir wieder was für die Geschichte. Lol. Nee, gar nicht. Dann erstmal noch Alex Casey Lynch-Buchsen. Bright Falls. Ja. Ja. Mandy May hat das Strickmuster, das ich bei den Lunchboxen gefunden habe. Ja. Hier. Na, ich sag ja, dass die das ist, wo die Dinger da dingstet. Verstehst du? Ist das Bright Falls? Ja. Watery. So. Sind wir jetzt durch mit der Fälle. Und was haben wir jetzt gebracht? Nichts. Absolut nichts. Ah. Ich weiß, dass Tor im Wellness Center ist. Also lass mich rein. Tor ist im Wellness Center. Biatch. Nein, er ist... ja. Aber Sie sollten da jetzt wirklich nicht reingehen. Sperren Sie die Tür auf, Rose. Das ist eine FBI-Angelegenheit. Aber FBI, open up! Einige Dinge, die Sie Cauldron Lake. Kesselsee. Hm. Ja, okay. Ich das stimmt auf einer bleiben. Caldera. Danke, Rose. Cool. Pass auf die Pfützen auf. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Stimmt. Danke. Bei dieser Frau läuten alle Alarmglocken. Gut, ich würde mal schätzen. Es hieß ja vorhin, dass Thor sich mit Strom verletzt hat. Und wenn die sagt, ich soll auf die Pfützen aufpassen, dann wird er vielleicht mit Strom hantiert. Also, Obacht geben. Länger leben. Ja, schon kommt Gewitter. Für die Stimmung. Da brauche ich Bolzenschneider. Da ist nichts versteckt. Okay, dann gehen wir rein. Oh, die Musik schon gleich. Karte ist immer gut. Dunkel. Leer. Sei bereit, Sager. Ach, wat. Ist doch ein ganz normales Wellness Center. Was soll denn da schon passieren? Medikit geplündert. Da macht man aber auch nicht, ne? So, kann ich hier Schabernack treiben? Ne, aber das Licht ist auf jeden Fall Schutz. Für dann, wenn jemand mit mir Schabernack treibt. Ich mach mal Licht an, ne? Geht gleich die Post ab.
wenn ich das mal so erwähnen darf. Aber wir haben keine Angst, denn wir sind schon erwachsen. Uns kann man keine Angst einjagen. Wir sind auch gar nicht schreckhaft, denn wir haben nichts zu verbergen. Es kann nichts passieren. Okay. Da ist eine Medikamentendose runtergefallen. Warum? Was machen Medikamentendose? Oh hier. Jawohl, Munition im Medikit. Buh. Wie sieht das hier aus? Und, oh, warte mal, ich muss mal kurz hier. Ach, ein bisschen. Ist jetzt gerade ein bisschen komisch. Au. Er hat seine Verbände abgenommen, obwohl er schwer verletzt ist. Wieso? Braucht er nicht. Wir reden von Thor. Thor war hier. Rose und ich fanden Mr. Anderson bewusstlos neben dem Telefon. Verbrennungen an der Hand, Schnittwunde am Kopf. Er war bewusstlos. Wir haben ihn hierher gebracht. Benimmt sich schon die ganze Woche seltsam. Passt auf ihn auf. Er ist ein VIP. VB, Verhandlungsbasis. So, gehen wir kurz an die... Naja. Was liegt denn da? Leuchtfackel? Dass du mir im Voraus schon verrät, ne? Was da so ist. Warte. Ah ne, wir kamen von hier. Da waren wir drin. Leuchtfackel? In dem Medi-Kit oder was? Das habe ich nicht gesehen. Macht ja nichts. Wir wollen ja... Da, ungelesen. Psst. Thor wird verhext. Hex, Hex. Okay. Dann brauchen wir wieder Licht. Dann gehen wir mal in die Reha-Station. Da hat er noch ein bisschen Verband verloren. Wo geht's da hin? Wissen wir nicht. Aber es geht auf. Das geht von hier nicht auf. Okay. Hat sich die Frage auch schon geklärt? Oh. Ich höre Dinge. Höre ich die hier? Thor, warten Sie! Ich bin's! Oh! Hey! Ein Elektronikschloss. Ferngesteuert, wie es aussieht. Tja, wer hat das denn ferngesteuert? Oh, schade. Kann man gar nicht turnen. So, wo geht's da hin? Ah ja, das ist die Tür. Die nicht zu öffnen war von der anderen Seite. Oh ne, das ist zu dunkel. Grusel, Grusel. Da, einpacken. Wo
Speicherpunkt? Nein. Leider nicht. Aber hier, da. Wieder Pfeile. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir die Armbrust tatsächlich brauchen werden, ne? Hä, wo sind wir jetzt? Ah. Oh, da hinten ist ein Gewehr. In der Werkstatt. Yeah, baby. Das holen wir uns. Oh, Unwetter. Thor hat den Regen beschworen. Nix. Security Room und hier ist das Gewehr. Bei dieser Tür fehlt der Griff. Oh, nee. Schraubenzieher? Nein. Dann brauchen wir den Griff. Ah. Falscher Knopf. Ein Sicherheitscomputer. Na, vielleicht kann ich damit ein paar Türen öffnen. Ja, okay. Da brauche ich bestimmt ein Passwort. Oh Gott. Okay. Das wird das Passwort sein für den Computer. 16.8. Ich habe mich um den toten Waschbären drüben beim Bunker kümmern müssen. Er stank schon sehr übel. Nicht gut für meinen Kater. Kater. Die Koskela-Brüder gehören nicht nur dem Kult an. Sie sind die Anführer. Och jo. Wladimir Blum. Gehen wir gleich mal ans Falafel. Die Anderson-Brüder. Odin sagte, Thor bräuchte Hilfe. Aber weshalb? Warum? Wird er auch zu einem Besessenen? Mhm. So, wir nochmal hier. Thor ging durch die Tür der Cafeteria. Mhm. Ja. Die Tür wurde elektronisch versperrt. Das ist richtig. Aufzeichnungen sagen, dass Thor sich immer auffälliger verhält. Ein blutiger Verband aus Thors Bett. Das Blut ist noch frisch. Thors Bett ist leer. Jo, ganz ruhig. Thor hat das Wellness Center verlassen. Mhm. Und ich werde nicht rauskommen. Thor Anderson hatte Blitz in seinen Adern. Ja, ja, ja. Da. Thor ist das Ziel. Er braucht Hilfe. Hm. Das denke ich auch. Okay. Die Anderson Brüder. Da ist das Ding. Okay. Was denn? Ah, Wladimir Blum, das ist jemand anderen. Hier. Wladimir. So, das sind die Kosalas. Alge. So. Haben
Haben wir das auch erledigt. Gehen wir mal in die Kiste. Und finden gute Dinge. So. Er fordert ein Passwort. Ja, das war mir schon klar. Und eigentlich auch einen Durchsuchungsbefehl. Ja, komm. Aber hey, was soll's. Sei mal nicht so kleinlich. So, Passwort. Sollen wir mal 16.8. nehmen? Das war das Datum, wo er den Waschbären gefunden hat. 16.8. Nee, diesmal ist es wirklich sechsstellig. Nicht so wie in dem einen Häuschen da. Okay. Alter. Muss man das Licht so hell machen, dass man das Crosshair nicht mehr sieht? Okay, also 4, 17, komm, Zettel. Das sind zwar 7, aber wir gucken mal. 4, 17, 29. Aber dann gucken wir mal. Die haben gar nichts zu bedeuten. Neumond ist hier 17. Hat aber auch nichts zu sagen. Guck mal, die 17 ist sogar doppelt. 31. So, und was haben wir hier? Alter, das ist doch... Taschenlampe ausmachen geht nicht. Nee. Das ist gar nicht so clever, ihr Döspaddel. Ah ja, 17 und 20. Jo, 17 haben wir schon, also die 20. 1, 2, 3, 4, 5 Zahlen. Vielleicht reicht das ja schon aus. So, mal gucken wegen der Reihenfolge, ne, dass das passt. Aber beziehungsweise, so viele Ziffern haben wir ja gar nicht, ne? Auf jeden Fall mal 4. Dann 17. Dann 4. Das bringt ja eigentlich jetzt gar nicht so viel, ne? Okay, okay. Dann lass mal kurz hier. Da steht nichts dabei, da nichts. Nee. Und das war das mit dem Waschbär. Hm? Mal probieren. 16, 8, 3, nee. So, amerikanisches Format. 8, 16, 23, nee, okay. Dann müssen wir nach dem Datum gucken hier. Irgendein Datum ist wohl was Besonderes. So, Day off, Day off, Day off. Hier noch irgendwas außerhalb? Nee. Okay. Also. Ja, das sind einfach nur die Mond. Phasen.
Was bedeuten die Eingekreisten? Warte mal. Wir nehmen mal den Rechner und rechnen die mal zusammen. Vielleicht bringt das ja schon was. So, also wir haben 4 plus 17 plus 29. Was war das? Das war auch 17 und 29, ne? 17 und 20. 17 plus 20 plus 17 plus 31. Das passt gar nicht. Okay. Gucken wir mal. Quersummen. Also 4, 8. Soll man die 11 nehmen? Bei dem nächsten. Aber das passt ja nicht. Am Ende. Machen wir mal 11 beziehungsweise 2. Dann haben wir wieder die 8. Dann haben wir die 2. Dann haben wir die 8 und die 4. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Hey, Kuli, bleib da. Gut, da ich dafür ein bisschen zu doof bin, erlaube ich mir das mal eben zu googeln. So, Alan Wake 2 Wellness Center Code. Wie kommt der da drauf? August. Also es ist 17.08.23. Heißt das, ich hätte jetzt jedes eingekreiste Datum versuchen müssen. Das ist ja auch doof, ne? Das ist ja nur Zeitschindung. Also 17.08.23. Okay. Und die Türen sind offen. Und ich werde wahrscheinlich jetzt gejagt. Post. Das Rätsel ums Gewehr. Ich bin ein kleiner Türgriff und gar nicht da. Folgt diesen Hinweisen. Und der Weg wird dir klar. No. Zum Empfang nun gehe schnell in einem gläsernen Käfig, wo die Blumen blühen hell. Ja, okay, an der Rezeption vorne im Ding. Warum hast du den Türgriff zu meinem privaten Zimmer mitgenommen? Bla. Wladimir, ich muss dich nicht daran erinnern, dass Thor und Odin ideale Kandidaten sind. Bitte bemühe dich mehr, sie zu rekrutieren. Ja, wegen dem gejagt werden. Aber so cool. Oh. Er ist völlig verrückt. Ich muss zu ihm gelangen. Na, mal ein bisschen Schießerei. Also der Hammer sieht nicht unbedingt aus wie Mjölnir, muss ich jetzt mal gestehen. Das ist eher so ein Zimmermannshammer. Kommt er mir entgegen? Nee. Okay. Türgriff, der ist vorne an der Rezeption. Achtung, jetzt gibt's Ärger. Da hinten rennt er rum, der Odin. Der Tor. So.
Gläser. Na, Kasten, wo die Blumen blühen. Wie komme ich da rein? Hier? Ja, hier. Ja, genau, Mjölnir, der sieht anders aus. Das weiß ich genau. Hab nämlich auch ein paar als Anhänger. Hehehe. Ja, ich habe auch ein paar Anhänger und ich habe ihn sogar auf der Brust tätowiert. War mein zweites Tattoo. Schon sehr lange her. Fällt mir gerade auf. So, was gibt's hier noch? Nicht getraut. Mein Cousin hat, also einer meiner vielen Cousins, hat die Idee gehabt, Tätowierer zu werden und hat dann mal jemanden gebraucht zum Testen, dass er nicht immer nur auf Schweinehaut tätowieren kann. Und da habe ich gesagt, hier, dann hat er mir den Mjölnir da drauf tätowiert, sein allererstes Tattoo überhaupt, hat sehr gut funktioniert. Und dann hat er mir dann noch hier einen recht großen Drachen drauf gezimmert. 16 Stunden lang. Unter großen, großen Schmerzen. Aber ja. Dadurch war dann die Entscheidung sehr leicht, sag ich mal. Ja, mittlerweile scheint er richtig gut zu sein. Wenn ich so die Bilder sehe, wo der auf Facebook postet. Also der hat direkt eine Kunstschule besucht, um zeichnen zu lernen und so ein Kram, ne? Verschiedene Stile. Und ja, hat richtig Talent. Warte mal, da war doch vorhin irgendwo eine Fackel, die wir nicht mitgenommen haben. Aber ist ja jetzt erstmal egal. Wir holen uns das Gewehr. Ja, das war absolut praktisch. Türgriff. Hallo. Bloody Kisses. Manuskript. Wie viel haben wir denn jetzt schon wieder? Wo müssen wir hin? Dahin. 6. Oh, das ist nicht viel. Nicht viel. Oh, da kann man wieder ein Vieh streicheln. Sie sind so weich und traurig. So. Wow. Papa hat ein Gewehr. Mit 5 Schuss. Naja, wir haben ja noch mehr Waffen. Okay. Dann gehen wir jetzt. Was ist da? Ja, das war doch das mit dem Waschbär. Wie meinen? So, wir gucken eben Büro. Da sind wir vorhin durch. Warum jetzt hier rot ist, kann ich es auch nicht sagen. Die Tür ist immer noch zu. Das ist der Sportraum. Speisesaal, Küche. Okay. Also ich schätze mal, irgendwo hier rennt Tor rum. Und den muss ich jetzt verfolgen. Ne, wieder raus. So. Lalilalilu. Ich mach mal Licht aus. Das zieht ja die Schatten an. Vielleicht auch den alten Tor. Aber es ist so dunkel, ne? Da seht ihr kaum was. Komm, ich mach wieder Licht an. Ah, da ist ja hell. Ah, deswegen ist rot. Da kann man nicht durch.
Aber die kann ich mal aufmachen. Einfach nur, dass man so von der anderen Seite öffnen kann. Dadam. Oh. Wow, wow, wow. Wo ist das hin? Oh, das kommt garantiert wieder. Mach dir da mal keine Sorgen. Da ist es. Hä? Okay. Huiuiui. Was ist los mit dir? Okay. Ja, wahrscheinlich müssen wir da raus, aber waren da noch verschlossene Türen, die jetzt offen sind? In der Arzneiausgabe waren wir noch gar nicht, ne? In dem Eck da hinten. Da gehen wir zuerst hin. So, Licht wieder aus. Hallo? Anybody home? Schuhkarton, jawohl. Hier sind wir doch richtig. Aber die Kiste ist aber auch bald voll hier, ne? So. Weg damit. Ach, Batterien haben wir auch jede Menge, ne? Aber jede Menge. So, das ist Schrotflinten-Muni und Handwaffen-Muni. Sollen wir mal so eins mitnehmen, vorsichtshalber? Irgendwie riecht es nach Ärger. Ja, zwei Stück passen in so einen Slot. Ja, komm, dann nehmen wir mit. Packen wir uns mal da runter, dass wir hier schon aufgeräumt haben. Und dann haben wir hier noch was. Ja, komm, hier.